Beim falschen Polizeibeamten sollt ihr euch in euren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen. Ziel der Betrügerinnen und Betrüger ist es, an euer Bargeld oder euren Schmuck zu gelangen. Das Perfide dabei: Sie missbrauchen dabei euer Vertrauen in uns. Und so funktioniert die Masche. Euer Telefon klingelt, es meldet sich die Polizei. In eurer Nachbarschaft wurde eingebrochen. Zwei Täter wurden festgenommen, weitere sind noch unterwegs. Bei den zwei Festgenommenen wurde ein Notizbuch aufgefunden. Eure Adresse steht darin als nächstes Einbruchsziel. Zum Glück hilft euch die Polizei dabei, euer Hab und Gut zu schützen. Dafür holt eine Zivilstreife diese bei euch zu Hause ab. Ihr bekommt es zurück, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind. Wie ihr euch schon denken könnt, sobald das Geld übergeben ist, ist es weg. Mit folgenden Tipps könnt ihr euch schützen. Legt auf und atmet erstmal durch. Sprecht mit einer Person eures Vertrauens oder ruft uns, die echte Polizei, unter der 110 an. Und am allerwichtigsten, übergebt niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen.